Hallo bei einer neuen Folge von Let's Play Lost Horizon und wir haben immer noch einen kleinen brennenden Blumenstrauß. Da gehört so eine Fackel ja eigentlich hin, aber dann würden die Kabel da drüber durchschmoren. Zumindest im Moment ist das sicher keine so gute Idee. Jetzt wird er bestimmt die Fackel abbrechen können. Nein, kann er immer noch nicht. Es ist nichts drin, was ich... Wir gehen ins Stadion mit einer schönen Fackel. Okay, wie versprochen, werde ich erstmal wieder die bei Rätsel Nachdenksequenzen rausschneiden. Bis gleich. Lolo. Ich warte lieber erstmal auf ein paar Kommentare, bevor ich die Nachdenksequenzen rausschneide. Okay. Warum willst du es denn nicht auf dorthin tun, wenn das Kabelbündel da ist? Sag mir das. Das Kabelbündel führt nach draußen ins Stadion. Dort sind ein paar Lampen und das Mikrofon der Weitsprunganlage daran angeschlossen. Okay. Da gehört so eine Fackel ja eigentlich hin. Aber dann würden die Kabel da drüber durchschmoren. Zumindest im Moment ist das sicher keine so gute Idee. Warum nicht Phantologie? Trotz meiner Kampfrichterverkleidung ohne an... Da gehört so eine Fackel ja eigentlich hin. Zumindest im Moment ist das sicher keine so gute Idee. Burn, Blumenstrauß, burn. Okay, dann halt nicht. Dann tunk ihn halt noch in Klebematerial. Nein, willst du auch nicht. Was kannst du denn anzünden finden? Nix. Rein gar nix. Okay. Das Poster an. Die logischste Idee seit Jahren. Damit das ganze Stadion abbrennt und alle sind glücklich. Nord. Fackelhalter, bitte flieg mir auf den Schädel. Das wäre mir lieb. Es ist nichts drin. Da gehört so eine Fackel ja eigentlich hin. Aber dann würden die Kabel da drüber durchschmoren. Zumindest im Moment ist das sicher keine so gute Idee. Doch eben schon. Vorerst lasse ich lieber die Hände davon. Ich könnte entdeckt werden und in Teufels Küche kommen. Dann zünd halt den Stadionplan an. Ich dachte schon, die schlägt keine Funken mehr. Naja. Das lasse ich... Ich, ja, Fenton. Mit Kim warst du klüger. Und wie? Ein Haken. Lol. Ich bin da. Ein Plakat, das ich mir stundenlang an, anstatt dass ich diese Fackel... Damit die Kabelbündel durchbrennen lasse und ein Riesenchaos entstehen lasse. Nein, stattdessen sehe ich mir lieber stundenlang diese Spinte hier an. Die sind alle verschlossen. Die sind alle verschlossen. Fenton. Leute, ich bin hilflos verloren. Hat euch das schon jemals mehr gesagt? Leute, ich hasse es. Ja, toll. Da gehört so eine Fackel ja eigentlich hin. Aber dann würden die Kabel da drüber durchschmoren. Zumindest im Moment ist das sicher keine so gute Idee. Und ich erinnere euch noch ein weiteres Mal. Stimmt bitte ab, ob ich die Nachdenksequenz schneiden soll oder ob ich sie drin lassen soll. Oh mein Gott. Fein. Mach was. Da gehört so eine Fackel ja eigentlich hin.
Zumindest im Moment ist das... Doch, es ist im Moment eine sehr, sehr gute Idee. Vorerst lasse ich lieber die Hände davon. Warum vorerst? Ich verstehe dich nicht, Fenton. Trotz meiner Kampfrichterverkleidung kann ich im Moment da draußen nichts für einen Sieg von Glenn tun. Ohne eine erfolgversprechende Idee sollte ich hier drinnen bleiben und Pläne schmieden. Okay, hol deinen Amboss und dann können wir Pläne schmieden. Hahaha, was für ein tolles Wortspiel. Sehen wir aus dem Fenster raus. Ich sollte den normalen Ausgang der Kat... Viel kann ich nicht erkennen, aber die Ränge sind alle gut mit Zuschauern gefüllt. Wow. Hier steht, geprüfte Messinstrumente, geeicht durch das IOC, 1936. Handhabung nur durch autorisiertes Personal. Ich bin autorisiertes Personal. Seh dir nicht meinen tollen Fackelblumenstrauß und meinen Anzug. Ja, Fenton, bitte, bitte, gib mir einen Hinweis. Gib mir einen kleinen, sehr kleinen, minimalen Hinweis. Ich habe alles ausprobiert, was ich weiß. Gibt es denn noch etwas? Okay. Gehen wir systematisch vor. Mit was habe ich noch nicht interagiert? Mit den Fackeln, mit den Kabelbündeln? Und mit dieser Lampe habe ich schon interagiert. Das hilft uns ja vielleicht ein kleines Stück. Okay, die Spinte habe ich nicht interagiert, werde ich aber wahrscheinlich auch nicht die... Vielleicht hat das etwas mit der Uhr zu tun. Schrauf sie auf, wie ein Mann es tun würde. Aber du bist kein Mann, du bist eine Memme. Mit dem Poster werden wir auch nicht interagieren können. Genauso wenig mit dem Rest. Außer vielleicht mit dieser klebrigen Substanz, aber... Na. Ich überlege mir wieder was. Bis dann. Bis dann. Also noch in dieser Folge, aber ihr wisst schon, was ich meine. Help, Leute. Ja, ich habe bitte wirklich Hilfe, okay? La 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 la. Und wir rennen im Kreis. Denn das ist spannend für euch und für mich zu gleichen Teilen. Oh yeah. Oh nein. Irgendwo hat auch meine Experimentierfreudigkeit ihre Grenzen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, Leute. Bitte gebt mir Tipps, vergesst es nicht. Hoffentlich kommen wir dann auch langsam weiter. Bis dann. Bis dann. Ciao.